Ja, guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Sutraneti, die nasale Reinigung mit dem Faden. Sutra ist der Faden. Das ist eine alte Technik, die von den Yogis früh umgesetzt wurde. Und in der Hatha Yoga Pradipika wird dieser auch beschrieben. Nämlich so: Nimm einen weichen Baumwollfaden über 30 cm Länge und zieh es durch ein Nasenloch und dem Mund hin und her. Die Siddhas, also vollkommene Yogis, nennen es Neti. Man sollte einen geeigneten, dicken Faden Sutra wählen. Während der Praxis wird ein Ende des Fadens durch ein Nasenloch gezogen, wobei das andere Nasenloch mit dem Daumen oder Ringfinger verschlossen bleibt. Dann praktiziere Puraka, atme ein durch die Nase und langsam Rejaka, atme aus durch den Mund. Bei fortwährender Wiederholung der Atemtechnik wird der Faden im Mundraum erscheinen. Halte sowohl dieses Ende als auch das andere Ende aus dem Nasenloch und ziehe den Faden im Wechsel vor und zurück. Wir gehen dann direkt auf die Wirkungen ein, bevor wir tatsächlich dann die Vorgehensweise nochmal genauer erklären. Also es ist tatsächlich so, dass Lösung von Spannungen in den Frontallappen hervorgerufen werden kann durch diese Technik. Und diese Spannungen, die können ja oftmals zu Kopfschmerzen führen. Das muss man halt selber ausprobieren, um das tatsächlich zu erfahren, ob dem so ist. Auch ist es so, dass eine Reibungsmassage der inneren Schleimhautmembran stattfindet und dadurch werden die Schleimhäute sozusagen gestärkt und erfahren eine höhere Effizienz. Die Einatmungsluft wird dadurch auf Körpertemperatur erwärmt und zusätzlich ja befeuchtet. Und so hat es dann den sofortigen Weg zum tiefen Atemtrakt. Also die Einatmungsluft kann dann sofort weitergeleitet werden. Also es ist alles dann schön sauber, frei und aktiviert, sodass die Klimatisierung hier als Aufgabe der Schleimhautmembran gut umgesetzt werden kann. Auch ist es so, dass durch diese Reibungsmassage eine Schleimfilmsekretion provoziert wird. Und dieser Schleimfilm, der nimmt ja die Unreinheiten quasi auf und führt die entlang der definierten Sekretstraßen in den Nasenrachen. Also auch die Schutzfunktion wird sozusagen unterstützt. Ja, darüber hinaus soll es so sein, dass der Tränenkanal, aber auch die Augen in ihrer Sehschärfe und in ihrem Glanz unterstützt werden und auch die Blutzufuhr durch das effizientere Funktionieren der Nasenorgane ist gefördert. Die Nervenenden hier werden stimuliert, die in der Nasenregion sitzen und sind ja mit dem Riechen unter anderem verbunden und dadurch wird wohl diese Verbindung und dadurch auch die Funktion unter anderem des Riechhirns verbessert durch die Stimulation der Nervenenden. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten des Equipments. Zum einen kann man sich ganz unkompliziert aus der Apotheke einen langen, dünnen Gummikatheter besorgen von Größe 4 bis 6, hängt also von der eigenen Nasenpassage ab. Oder man bastelt sich das selbst, indem man einen Bund Baumwolle nimmt und einige Fädenschnitte zusammenlegt von ca. 45 cm, bis man halt eine Sammlung von einer 3 mm Durchmesserdicke hat. Und dann sollte man Bienenwachs erhitzen. Also das ist wirklich eine sehr altertümliche Vorgehensweise. Und die Enden des Bundes umwickeln und die ersten 12 cm des umwickelten Endes in den heißen Bienenwachs eintauchen, bis es zu einer harten, aber biegsamen Schnur wird. Das andere Ende dann um die 10 cm Länge eintauchen, sodass beide Enden zusammengewachsen sind, jeweils. Ja, also vielleicht sollte man auf den Gummikatheter ausweichen, weil das halt schon recht aufwendig ist. Wenn man dazu kommt, es tatsächlich so zuzubereiten, dann sollte man ganz viele Fädenschnitte bereits zusammenlegen und in eine saubere Box unterbringen. Die Vorgehensweise. Also hier sollte man wirklich ganz achtsam vorgehen, indem man ohne Druck entweder den Katheter oder Faden durch das linke Nasenloch wirklich ganz langsam führt.
Dann geht der Faden oder Katheter tatsächlich automatisch hinter dem Kehlkopf Richtung Mundraum. Greif danach nach diesem Ende und zieh es aus dem Mund raus, sodass du beide Enden fassen kannst. Einmal das Ende aus dem Nasenloch und das Ende aus dem Mundraum. Jetzt ziehst du quasi diese zwei Enden 35 Mal vor und zurück im Wechsel. Wenn du diese 35 Mal abgeschlossen hast, dann lass erst deinen Faden, was aus der Nase guckt, los und zieh dann das Fadenende aus dem Mund raus. Und das wiederholst du als Prozedur dann über das rechte Nasenloch. Es reicht, es 5 Minuten einmal die Woche zu machen. Du kannst dabei die Züge auf 50 Mal erhöhen. Du kannst es auch wirklich einfach nur mal ausprobiert haben, um zu beobachten, wie du darauf reagierst. Aber das sollte nicht zu einer Regelmäßigkeit hier werden. Was gut ist, sowohl vorher als auch danach Jhalanidhi zu praktizieren, um danach Restunreinheiten nochmal ausschwemmen zu lassen und davor eventuell beide Nasenlöcher schon mal gut frei zu machen. Was auch empfohlen wird, ist Durgdaneti danach, weil es sein kann, dass man so eine Art Rauheit verspürt nach dieser Praxis. Dann nimmst du einen Tropfen Milch und träufelst das dann in die jeweiligen Nasenlöcher, einmal rechts und einmal links, und schniefst es ein. Du kannst auch Ghee nehmen. Also, wenn du Ghee vorbereitet hast aus der Butterproduktion, dann kannst du auch Ghee nehmen. Aber sonst auch Milch ist hilfreich, um den Schutzfilm, den natürlichen Schutzfilm der Schleimhaut wieder zu reaktivieren. Ja, dann wünschen wir euch damit auch ganz viel Spaß. Das klingt für uns Westler so ein bisschen merkwürdig alles, aber dadurch, dass wirklich die Hatha Yoga Pradipika darauf eingeht und Wirkungen hervorgerufen werden können, habe ich mir gesagt, ich probiere es einfach aus. Ja, dann viel Spaß.